Ja, komm. Blockt ihr aber gut was weg, ne? Ne, sie flüchtet nicht. Sie weiß, dass es keinen Ausweg mehr gibt. I do not believe what has happened. Ja, kannst du aber glauben, ne? Kannst du mir schon glauben. So, Fern haben wir jetzt gefangen genommen. Ja, also wenn das so ist, ne, dann können wir Tyrus gleich nochmal losschicken. Weil dann Irias und Scar werden für den nächsten Kampf sowieso komplett benötigen. Tyrus mit ihrer Hell fertig da kaum losschicken, wenn die Gegner noch Magiepunkte haben. Also regeln wir das komplett über sie. Das ist überhaupt kein Problem. Bla bla bla, Mr. Freeman. We fight for honor. So, Squad, Millie und weg mit euch. Charge! Auch diese drei Magiekugeln, ne? Da sollte man eigentlich meinen, dass sie so ein bisschen Donner zaubern kann, ein bisschen Wasser, ein bisschen Feuer. Sieht zumindest so aus. Trident's Daughter. Ich finde auch, die Welt und die Charaktere und so, es hätte eigentlich verdient, vielleicht auch nochmal verschiedene Spin-Off-Spiele zu bekommen. Vielleicht auch so ein Rollenspiel, so à la Breath of Fire oder Lufia-mäßig mit einem rundenbasierten Kampfsystem, wo man dann halt die Kommandeure kriegt und mit denen kämpft. Wäre schon ganz cool gewesen, da ist noch so viel Potenzial drin. Aber leider kommt sowas ja immer bei uns nicht so gut an. Und dann spielen alle immer nur diese Popelspiele. Ich will jetzt hier keins bei Namen nennen, aber ihr spielt alle scheiße. So. Na komm. Ey, das machst du jetzt nicht, ne? Du, oh, ist das denn ernst? Oh, ich fass es nicht. Ja, ich wäre verrückt, wenn ich zu dem Duell ja sag. Ja, ja, beleidige mich ruhig. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie das schafft. Aber da sie jetzt ein Obergeneral ist, wird sie eh nicht gefangen genommen. Und dann kann ich mir das auch erlauben, mal zu flüchten. Irios hat ja noch eine Einheit. Das reicht, um seine Magie voll zu kriegen. Und dann wird gezaubert. Gezaubert. Advance. Harak. Ist auch ein komischer Name. Manchmal sieht das aus, als wäre sein Schulterpanzer einfach sein Schnabel vorne. Von diesen Ninjas. Aber das seht ihr jetzt gleich nicht mehr, weil er elendig sterben wird. Bam. Der ist aber einfach nur so umgekippt, ne? Ich dachte, der fliegt jetzt vielleicht noch ein bisschen durch die Luft oder so. Aber nein, tut er nicht. Ja, jetzt haben wir ihn auch nochmal gefangen genommen. Das war auch relativ erfolgreich. Ich glaube, Tyrus wird wahrscheinlich kein Level steigen, weil es jetzt nicht so viel zum Töten gab. Das ist ja schon Level 8. Oh, doch, so steigt ein Level. Oh, sehr schön, sehr schön. Dann geht er nochmal rein. Habe ich hier schon Einheiten nachgeschickt? Nee, aber kann ich jetzt gleich, weil Junon jetzt hier drinnen ist. Ah, die kann noch nicht entern. Ach, weil das Schloss zu voll ist. Okay. Dann müssen wir irgendwen aus diesem Schloss mal rausbefördern. Hier, die Pfeife kommt mal kurz raus. So. Armeen von... Nee, wie gehe ich auf Enter? Und dann muss ich den Charakter auswählen, der entern soll. Schloss rekrutieren. Junon kriegt noch ein paar Drachen. 100 Drachen. Gott, ey, die ist so overpowered. So, wen wollen wir da losschicken? Junon, Leon, Garios, Eanna und Razak. Das wird, glaube ich, ganz gut. So als Team. So. Junon, Leon, Garios, Eanna und Razak. So, und Anführer ist Lone. Weiterhin. Gefangene muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Dann wählen wir jetzt Pfeiffer. Nee, Quatsch, Junon aus. Und directly geht's dann zu dem Schloss, um die zu unterstützen. Und das andere, Enter. Pfeiffer kann ja dann wieder ins Schloss. Da ist ja jetzt Platz frei geworden. Was geht hier oben? Ah, da sind wir auch schon fast da. Und unten, na, da ist noch Zeit. Das heißt, der Kampf oben beginnt erst.
Gott, wir machen aber auch viel in diesem Domestic, ne? Wirklich, wirklich viel. Multitasking-Shit. Ja, mit der könnte man eigentlich talken, ne? Aber nö, machen nicht. Karhatz, auch ein wirklich sehr cooler Charakter. 20 Archer ist ein bisschen wenig. Dane könnten wir losschicken. Duran, Lane, Marshall. Jeden außer Manoa auf jeden Fall. Ich schick Duran einfach mal rein. Wir müssen auf jeden Fall auf Skyfe aufpassen, weil Skyfe ist ultra böse. Breach Formation. Ja, Breach ist auch eine richtig gute Formation. Aber ich glaube, ich mag Protect am meisten. So, Tybi, ich habe auch Breach. Was willst du jetzt machen? So, on Standby. Habe ich einen kleinen Vorteil. Er hat Kavallerie, ich glaube es nicht. Kavallerie ist etwas stärker als die normalen Soldaten. Ich hau da nochmal einen Sonic Boom rein, dass da noch ein bisschen weniger draus werden aus den paar Leutchens, die er da hat. Habe ich auch gar nicht bei der Charakterauswahl gerade bedacht, dass er Kavallerie hat. Jetzt machst du hoffentlich nur einen Boom, ja. Weil hätte er einen Wave gemacht, dann hätte er jetzt natürlich so ziemlich alle Soldaten weggebounced. Und sind die soweit durch? Nee, da ist noch einer. Komm, du machst das. Natürlich macht das nicht. Die schicken wir jetzt nach vorne zum gegnerischen Anführer. Und dann kriegst du noch einen Sonic Boom rein. Karhatz. Oh, natürlich alle Truppen verfehlt. Ja, mal schauen, dass die... Ich habe zwar mehr Einheiten, aber die können nicht so viel ausrichten. Ah, doch, alle tot. Sehr schön. Witness the skill of a true knight. Jetzt macht er Wave, jetzt macht er alle weg. Oh Gott. Ja, es wird auf Flüchten hinauslaufen. Gegen Karz gehe ich kein Duell ein mit Duran. Dafür habe ich zu viel verloren. Aber schöne Haare hat er. So, und Retreat. Also Duran könnte es wahrscheinlich schaffen, aber für ein könnte ist mir das zu gefährlich. Nochmal Karhatz. Jetzt könnte man natürlich Manoa zum Abstauben nehmen. Das machen wir mal. Ich muss bei Manoa mal irgendwann die Truppen anpassen, weil die Bogenschützen echt nicht geil sind. Und halt schlechte Magier, ne? So vom Spielen her. Karhatz shall fight to the bitter end. Hat er sich gerade selber in der dritten Person angesprochen? Wirklich? So, wir machen jetzt wieder die Taktik, die wir schon mal gemacht haben. Wir werden die erstmal nach vorne rushen lassen. Dann dispersen wir die, also zerteilen die so ein bisschen. Und dann führen wir die Einheiten wieder zusammen, damit wir ihn von beiden Seiten einfach anschießen können. Und dann kann er sehen, wie er damit klarkommt. So, jetzt sind fast alle Einheiten da. Jetzt disperse. So. Jetzt machen wir Advance, schicken ihn noch ein Stück nach vorne und Regroup. Das könnte... So, da steht jetzt einer. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir nämlich hinter und vor ihm einen. Und die machen das jetzt einfach. Dann gucken wir... Ah, er flüchtet. War ihm zu blöd. Ein Glück. Aber manchmal muss man so ein bisschen garstig spielen, um das hinzubekommen. Livian. Ah, ist doch überhaupt kein Problem. Magier, nämlich Magier gegen die Mönche. Hat er nur 20, ne? Oder Warsche. Ah, ich nehme Lane. Na komm. Gib ihm mit deiner Peitsche. Aha.
das Problem an Magien ist wirklich, also da kann man 100 Stück haben, aber wenn seine Gegner, seine Charaktere, Typis da erstmal rankommen, dann ist auch Sense. Bei denen brauche ich auch kein Surround-Scheiß oder sonst was benutzen. Die bleiben halt einfach stehen und zaubern. Fertig. Stehen bleiben. Voll die falsche Option gewählt. Aber die machen das schon ganz gut. Thor's Fist, Dante's Inferno. Brauchen wir beides noch nicht. Das sieht nämlich ganz cool aus. Ah, kommt, Leute. Na, kommt, Leute. Oh, sehr schön, dass er zaubert, weil während er zaubert, greifen mir meine Charaktere weiter an. Ja gut, er hat jetzt drei Hanseln da irgendwie zu mir geschickt, die kriege ich auch noch tot. Dann schicke ich meine nach vorne. Eine lebt noch. Mir doch egal. So. Jetzt machen wir die Taktik, die wir eben schon mal gemacht haben. Wir dispersen. Oh, Spaß. Voll unnötig. So, und regroup. Na. Jetzt. Jetzt haben wir es, ne? Ja, sehr schön. Dann kriegst du nochmal Dante's Inferno in your face. Mua. Auch ein sehr schöner Zauber. Fetten Drachen. Bam, Feuer. Wusch. Oh, seht ihr, wie er einfach mal richtig viel Schaden genommen hat? In der Zeit. Das ist halt schon eine ultra fiese Taktik. Was auch richtig geil ist, man kann irgendwie so 10 Magier haben und gegen 100 Zombies kämpfen und die schaffen das. Ich glaube, gegen Zombies haben wir hier noch nicht so viel gekämpft, ne? Skyf hat natürlich 50 Magier. Da, Mönche sind leider nicht so gut gegen Magier, deswegen nehme ich jetzt Kavallerie. Weil ihr habt es ja gerade gesehen, wie die Mönche zerlegt wurden. Skyf hat auch so einen richtig miesen Zauber, ich glaube Ensnare heißt der, dann kann sie dafür sorgen, dass man in den Kampf nicht flüchten kann. Deswegen muss man bei ihr auch echt aufpassen, dass man einen Charakter nimmt, dass man in der Übermacht steht. The Protector und der Advancer. Ah ne, wir gehen gleich auf Midi. Dann laufen die ein bisschen mehr hin und her am Zickzack. So, ich glaube, Varschel hat auch Thunderfall, dass ich da so ein paar Einheiten von ihm wegkrieg. Ja. Das heißt, Thunderfall so ein bisschen Blitz, ne, von oben. Puff. Ja, haben wir noch ein bisschen dezimiert hier. Und den Rest schafft meine Kavallerie im Nahkampf. Sehr schön. Ja, ist geil, ne? Das wird wohl nichts. Ich weiß nicht, was sie jetzt noch für Zauber hat. Ich glaube, sie konnte irgendwie noch einen Golem beschwören oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, sie flüchtet schon. Ah, das geht natürlich auch. Ist auch eine Taktik. Pussy. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch Lyria. Zu guter Letzt. Steigt Manor schon Level? Ja, Manor steigt schon Level. Dann brauche ich es jetzt nicht unbedingt nochmal einsetzen. Kann ich vielleicht Dane in den Kampf schicken oder nochmal Varschel? Ich schicke nochmal Varschel los. Ich mag Varschel. I'm heading out. Ciao, sagt er. Ciao, Sue. Ich glaube, das Nervige an Lyria ist, ich glaube, die hat einen Resurrect-Zauber. Also der macht, dass sie ihre doofen Charaktere einfach wiederbeleben kann. Das heißt, wir werden hier Disperse und dann Advance, um unsere Einheit nach vorne zu kriegen. Dann muss natürlich Varscheln zwischendurch ein bisschen einstecken. Leute, ihr solltet ordentlich dispersen. Ihr rennt schon wieder zu sehr zusammen. So. So kommen meine Einheiten nämlich dann bis zum Boss. Okay, und jetzt kann es in die Mini-Formation gehen, dass wir alle zerbersten.